أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد die Frage heute, darf man auf dem Bauch schlafen? So heißt es in einer Überlieferung, die Abu Dawud rahmatullah alaih, überliefert hat, an Yaisha ibn Taqfa ibn Qais al-Rifari. So berichtet dieser, dass er sagte, Qala, febeinama ana muttaji'un fil masjidi minas sahar ala batni اذا رجل يحركني برجلي فقال ان هذه ضجعه يبغضها الله فنظرت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش ابن تخفه ابن قيس الغفاري sagte als ich einmal auf dem bauch schlafend in der moschee gewesen bin so kam ein mann und bewegte mich mit seinem Fuß. So sagte dieser, diese Art zu liegen, das bedeutet auf dem Bauch, dieses ist bei Allah subhanahu wa ta'ala verhasst. So schaute ich auf die Person und es war der Gesandte, Sallallahu alaihi wasallam. Es gibt unterschiedliche Ansichten bezüglich dieser Überlieferung. So sagt Al-Bukhari rahimullah ta'ala in Tariq Al-Kabir, dass diese nicht authentisch ist. Und auch genauso Ibn Hatim. In al-ilal sagte, dass diese nicht authentisch ist und ebenfalls auch ad-Daraqutni und andere Gelehrte, sie sagen, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Andere Hadith-Gelehrte unter anderem Sheikh al-Albani rahimullah ta'ala sagte, dass diese Überlieferung sahih ist und zwar in Sahih al-Jami. Diese Überlieferung ist erstmal umstritten unter den Gelehrten und in einer anderen Überlieferung heißt es dieses auf dem bauch zu schlafen die art zu liegen ist die liegeart von den leuten des höllenfeuers alle überlieferungen die über das schlafen über den bauch sprechen sind nicht ganz klar unter den hadithgelehrten so dass sie eine einheitliche meinung darüber haben im gegenteil es gibt eine sehr starke meinungsverschiedenheit ob diese überhaupt authentisch sind oder nicht. Das Gelehrtenkomitee wurde gefragt, Al-Lajna bezüglich des Urteils auf dem Bauch zu schlafen. So sagten diese Rahmatullah alayhim. al Es ist unbeliebt, auf dem Bauch zu schlafen. Wenn man die Hadithe als authentisch gesehen hätte, so wäre das Urteil klar gewesen, weil es aber natürlich eine starke Meinungsverschiedenheit der hadith hadith-gelehrten bezüglich dieser Hadithe gibt. So haben sich manche Gelehrte zurückgehalten mit dem Urteil Haram. Manche haben dieses als Haram gesehen. Das Gelehrtenkomitee sagt, es ist unbeliebt. Und sogar sagt Sheikh Ibn Amthamir rahimullah ta'ala in einer Audio-Fatwa über Hukmun Naumi al-Batin, wenn es einen Grund gibt, auf dem Bauch zu schlafen, dann ist es erlaubt, auf dem Bauch zu schlafen. شلافن والله تعالى على وعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك